Ich ganz persönlich und die gesamte Stadtregierung möchte keinen Lockdown. Wir möchten, dass ihr eure Freiheiten genießen könnt. Aber wir müssen jeden Tag die Zahlen beobachten. Und wenn sie wirklich weiter steigen, wie sie es in den letzten Tagen und Wochen getan haben, dann wird uns vielleicht irgendwann auch nichts anderes mehr übrig bleiben. Deswegen haltet Abstand, tragt die Maske und beachtet die Hygieneregeln. Überall, wo in den letzten Wochen die AHA-Regeln nicht konsequent eingehalten worden sind, haben wir dem Virus zu viele Möglichkeiten gegeben, sich unbemerkt von Mensch zu Mensch auszubreiten. Hierdurch hat sich eine hohe Dunkelziffer an Infektionen ergeben, die jetzt zu einem explosionsartigen Anstieg der Fallzahlen geführt hat. Bis zu den Herbstferien am kommenden Freitag wird der Betrieb ganz, ganz normal weitergehen. Und nach den Herbstferien haben wir ein differenziertes Konzept. In den Grund-, Förder- und Mittelschulen wird der Unterricht ganz normal im Präsenzformat weitergeführt. Und bei den weiterführenden Schulen werden wir in den Distanzunterricht wechseln, sollten 1,5 Meter im Klassenzimmer nicht eingehalten werden können. Das bedeutet, dass die Schulen für sich selber entscheiden können, ob man täglich oder wöchentlich zu Hause ist und Homeschooling macht oder die Schule besucht. Und das wird aber alles abhängig sein davon, wie die Zahlen sich entwickeln. Ich persönlich bin sehr traurig, dass der Christkindlesmarkt dieses Jahr nicht stattfinden kann. Ich bin nämlich so ein Weihnachtsmensch, der es genießt, durch die Budengassen auf dem Rathausplatz zu laufen. Aber es ging einfach nicht. Die Zahlen sind zu hoch. Wir hatten zwar überlegt, kleine Weihnachtsinseln über die Stadt verteilt zu machen, aber wir wollen und wir dürfen momentan auch gar keinen Anlass bilden, dass die Menschen in die Innenstadt kommen. Leider, leider wird es deswegen dieses Jahr keinen Budenzauber auf dem Rathausplatz geben, aber der Christbaum für alle, der wird auch in diesem Jahr auf dem Rathausplatz stehen. Wir sind gerade dabei, gemeinsam mit den Schulen gestaffelte Schulbeginne auszuhandeln. Dass also in der Schule A die Schule um 8 Uhr beginnt und bei der Schule nebendran ein paar Minuten später. So erhoffen wir uns eine Entzerrung im Bus und Straßenbahn. Und außerdem werden an hochfrequentierten Straßenbahnhaltestellen in den nächsten Tagen Ordner stehen, die darauf aufpassen werden, dass nicht zu viele in eine Straßenbahn hineindrängeln. Nur wenn wir unsere Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum reduzieren und die AHA-Regeln einhalten, können wir die Ausbreitung des Virus so weit verringern, dass möglichst wenige schwere Verläufe und Todesfälle auftreten. Nur wenn alle mitmachen, können wir das erreichen. Bitte meiden Sie alle nicht dringend erforderlichen Kontakte zu anderen Menschen. Bitte meiden Sie insbesondere Kontakte in geschlossenen Räumen, wo sich viele Menschen befinden. Bei Kontakten zu anderen Menschen achten Sie bitte immer darauf, mehr Abstand zu halten als bisher, das heißt mindestens 2 Armlängen. Bitte tragen Sie eine textile Alltagsmaske und achten Sie darauf, keinen Körperkontakt aufzunehmen, also kein Händeschütteln.